Kinder, los, komm, Yuko, bevor unsere Flügel einfrieren. Ich komme. Los geht's. Na, kleiner Kerl, guter Wurf. Was kann ich sonst noch für dich tun? Er scheint dir was erzählen zu wollen. Hey, komm sofort wieder zurück. Wo ist er denn hin? Wo bist du, kleiner Kerl? Die sind nicht zum Jonglieren. Obwohl er das ziemlich gut kann. Wieso interessieren ihn die Kristalle so sehr? Vielleicht hat das was mit dem Orakel zu tun. Eine eisige Freundschaft wirst du pflegen. Er ist ein eisiger Freund. Ja, aber er versucht uns die Kristalle zu klauen. Das ist nicht gerade sehr freundlich. Hast du sowas schon mal gesehen? Was ist das? Eins, zwei, drei, vier. Oh, es wird leichter als gedacht. Meine Elfenfreunde, ich bringe euch Geschenke. Kann ich euch vielleicht für eine Halskette interessieren, eine Tiara oder Ringe? Die einzige Sache, die ich im Gegenzug haben wollen würde, ist ein klitzekleiner Blubardo. Wie es aussieht, habt ihr mehr als genug davon. Die Blubardos sind unsere Gäste. Und? Für ihn ist alles und jeder eine Ware. Was? Das ist absurd. Ich würde nie etwas verkaufen, das Federn hat, Gefühle. Sie haben schon einen Blubardo verkauft, nicht wahr? Nun ja. An wen haben Sie ihn verkauft? Ganz ruhig. Meine Kunden vertrauen darauf, dass unsere Transaktionen privat bleiben. Sie müssen nichts sagen. Es gibt nur ein Paar in Zentopia, das böse genug ist, Blubardos zu kaufen. Dex und Gargona. Ach, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, Dex und Gargona waren bereit, einen beträchtlichen Preis zu zahlen. Aber nun, da der fein gefiederte Freund nicht mehr so richtig funktioniert, wollen sie ihn austauschen. Keine große Sache. Wenn Sie jemals wieder mit uns Geschäfte machen wollen, sollten Sie diesen Mist sein lassen und uns helfen, unseren eisigen Freund zu retten. Nun, wie es aussieht, habe ich keine Wahl. Gut. Aber bitte, hört auf, mich so anzusehen, als wäre ich ein Monster. Ich denke, ich habe eine Idee. Aber... Ich habe die Nase voll, hier herumzulaufen. Wo ist Politeos? Mit jeder Sekunde, die ihr zu spät kommt, sinkt der Preis. Wir werden dieser Schlange eine Lektion erteilen. Wieso ist es hier eigentlich so kalt? Ziemlich ungewöhnlich, finde ich. Wahre Anführer scheren sich nicht ums Wetter. Was zählt, ist die Mission. Ja, ich bin sicher. Sie haben schon eine Menge Orden für Ihre selbstlosen Vogelkaufmissionen erhalten. Da sind Sie ja, meine Freunde. Ich bin doch pünktlich, hoffe ich. Ein Ersatz-Blubardo. Und machen Sie diesen nicht auch noch kaputt. Ich bin ziemlich beeindruckt, dass Sie das tatsächlich geschafft haben. Nun, geben Sie uns den Vogel. Zuerst die Bezahlung. Die erste Regel, wissen Sie noch? Erst der Vogel, dann die Bezahlung. Das wär's dann. Oh, immer wieder ein Vergnügen. Fuddle, jetzt! Ja. Ist das Schnee? Ich hasse Schnee. Macht mich ganz steif. Ah, ich gehe besser nach Hause. Gefrorenes Wasser! Politeos, schnappen Sie sich den Vogel! Wie war das noch? Alle Verkäufe sind final und so weiter. Wiedersehen. Dex wird niemals aufgeben. Aber er wird sich zurückziehen. Wir haben gewonnen.